Hallo und willkommen zu allerersten Episode von Hexagonia, das Spiel. Ja, heute wollen wir ein bisschen über das Spiel reden, über mein Spiel, weil Matthias mir doch fleißig geholfen hat und worum es geht, wann kommt es in den Handel und so weiter und so fort. Endlich darf ich euch ein paar Informationen nennen und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich habe hier nämlich schon was vorbereitet. Das hier, meine Freunde, ist nämlich die Spielbox. Sie ist allerdings aktuell noch leer. Es ist ein Prototyp, den ich brauche. Also, ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Dieses Spiel soll bei Kickstarter starten. Ich denke mal Ende Juli, Anfang August wird das der Fall sein. Und das ist dann auch quasi, ja im Grunde, die Möglichkeit, es zu erwerben. Um es bei Kickstarter zu unterstützen, ja, du gibst halt einen bestimmten Betrag und dafür bekommst du dann das Spiel. Und es wird am Anfang auch wirklich nur bei Kickstarter verfügbar sein. Aber Informationen dazu werde ich euch auf jeden Fall noch geben. Also, wir sehen schon auf der Box, dass der Name des Spiels, der Name ist Hexagonia. Und ja, da ist auch schon so ein bisschen aufgemalt, wie das Spiel dann im Endeffekt aussehen soll. Es handelt sich natürlich, wie es schon der Name sagt, Hexagonia gleich Hexagon gleich Sechseck. Es handelt sich um Sechsecke, genau. Sechsecke bestimmen das Spiel. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, worum geht es. Du siehst schon, da sind ein paar Karten. Wir sehen den König. Wir sehen in der Mitte jemanden, der etwas verschmitzt grinst, oh Gott, ich sollt, und eine Katze. In unserem Fall ist das der Magier. Ich blende dazu auch nochmal die passenden Bilder ein, die ich schon fertig habe, also die beziehungsweise die der Zeichner schon gemalt hat. Und da sehen wir das dann schon, dass es unterschiedliche Charaktere gibt, die auch unterschiedliche Stärken haben, unterschiedliche Schwächen haben, sich unterschiedlich verhalten auf dem Spielfeld. Also es hat ein paar Elemente vom Schach. Das will ich auf keinen Fall verheimlichen. Aber ansonsten hat es auch so Deckbuilding-Elemente. Also du musst genau überlegen, welche Truppe nimmst du jetzt mit in den Kampf, welche Truppe nimmst du nicht mit in den Kampf. Das ist eigentlich schon so ein wichtiger Punkt. Du baust dir deine Hälfte selber zusammen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Spiel. Also es macht ziemlich viel Spaß. Das kann ich schon mal sagen. Es macht ziemlich viel Spaß. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal etwas weiter noch. Wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? Das packe ich mal ein bisschen weiter weg. Und dann werde ich jetzt mal sagen, wir packen mal ein paar Spielkarten aus. Das sind allerdings jetzt auch erstmal nur Prototypenkarten. Also, ja, die sind noch nicht final. Also zum Beispiel den König oder den Magier oder den, montieren wir noch, den Ritter. Und du musst dann, am Anfang musst du entscheiden, welche Truppen nimmst du überhaupt mit in die Schlacht. Dann kannst du sagen, König muss dabei sein. Das ist klar, der König muss dabei sein. Aber ansonsten sagst du, ich möchte vielleicht zwei Magier mitnehmen, ich möchte drei Ritter mitnehmen und so weiter. Es sind mehr als drei Truppen insgesamt, es sind einige Truppen. Und wenn man es genau überlegt, wie sich die einzelnen Truppen verhalten, was sie machen und so weiter, es ist richtig cool. Und ich habe bisher die Prototypen alle mit einem 3D-Drucker gedruckt. Also zum Beispiel, ich hoffe mal, man sieht das jetzt gleich auch gescheit. Ich werde es mal wieder ein bisschen weiter reinholen. So, damit, Moment, Karten weg, so. Damit es auch gescheit aussieht. Der kleine Fratz zum Beispiel, den nennen wir, das ist bei uns der Alchemist. Oder zum Beispiel, wir kennen ihn ja schon, unseren kleinen Magier. Oder was auch noch ganz cool ist, den Ritter. Also, was auch noch, es gibt so viele Informationen eigentlich, die ich euch schon sagen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich das alles schon machen soll, das ist so die Sache. Was ich noch erwähnen kann, ist, dass es verschiedene Spielmodi gibt. Es gibt einen 1 gegen 1 Modus, es gibt einen 2 gegen 2 Modus und es gibt einen, ja, ich weiß nicht, ob ich es Battle Royale nennen soll, einen Battle Royale, drei Spieler, jeder gegen jeden Modus. Alle sind sehr, sehr lustig, wir haben die so oft gespielt und es war richtig, richtig lustig, wir hatten richtig viel Spaß dabei. Und ich will aber auf jeden Fall noch mal einmal erklären, wie funktioniert ein Kickstarter? Was macht man da? Wie kann man das Spiel kaufen? Warum sollte man es kaufen? Warum sollte man es vielleicht nicht kaufen? Ja gut, klar, bei Brettspielen hast du halt immer den Vorteil, du kannst das Spiel ja mit vier Spielern spielen und es muss nur einer kaufen. Also einer kauft das Spiel und vier Leute können spielen. Das ist im Grunde, das ist der große Vorteil bei Brettspielen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, das ist ein Brettspiel. Hatte ich aber, glaube ich, schon diverse Male erzählt. Also, es ist ein Brettspiel und einer kauft es, vier Leute können spielen. So. Du fängst an, das Projekt startet bei Kickstarter. Sagen wir einfach mal Ende Juli oder Anfang August startet es, dann läuft es eine bestimmte Anzahl an Tagen. Wir sagen, in dem Fall Matthias und ich,
Wir brauchen eine bestimmte Summe, damit wir das Spiel produzieren können. Wir haben natürlich schon alles geklärt, wo lassen wir das produzieren, wo lassen wir die Schachtel produzieren, wo lassen wir die Figuren produzieren, wo lassen wir die Karten produzieren. Das ist natürlich ein Arsch voll Arbeit, könnt ihr euch vorstellen. Wir sitzen da jetzt auch schon ein Jahr dran. Also im Endeffekt geht es gar nicht mehr um darum, Gewinn zu machen. Also da ging es eigentlich nie drum. Es ging eigentlich von Anfang an darum, etwas Eigenes zu machen, etwas Eigenes zu schaffen. Also wir spielen so lange die Spiele, Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft und so weiter und so fort. Und wir wollten einfach mal was Eigenes machen. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt und ich bestimme die Regeln. Ich bestimme, was kann die Figur? Ich bestimme, was kann die Figur? Ich bestimme, wie sieht das aus? Und das ist dann im Endeffekt dabei rausgekommen und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Und das Projekt startet bei Kickstarter und dann sagen wir zum Beispiel, die Standard-Edition dieses Spiels kostet XY Euro und die Premium-Edition, wo zum Beispiel noch, weiß ich nicht, nehmen wir noch diesen kleinen Kollegen dabei, das kleine Kampfnashorn wäre dann noch zum Beispiel in der Premium-Edition, das kostet dann nochmal XY plus 5 Euro oder wir sagen, wenn ihr uns 3 Euro gebt, bekommt ihr vielleicht eine unterschriebene Karte oder sowas. Und wenn dann am Ende der Betrag, den wir uns wünschen, dabei rauskommt, dann wird das Spiel produziert und wird dann an euch verschickt. Und wenn der Betrag nicht zusammenkommt, ja, dann findet das Projekt halt eben nicht statt. Aber dann müsst ihr natürlich auch kein Geld bezahlen. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich bin eigentlich der Letzte, der jetzt irgendwie sagt, ey, schenkt uns Geld, werft alles Geld, was ihr habt, in einen Umschlag und schickt es uns zu, wir machen Fake-Gewinnspiele, Mami, nein. Also das ist das auf jeden Fall nicht der Sinn, der dahinter steht. Also, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das Spiel natürlich auch so preiswert wie möglich halten. Was nicht so ganz einfach ist, was man dann in der Praxis feststellt, wenn man so etwas produziert, das ist doch, dass die Kosten sich doch so ein bisschen summieren, aber wir versuchen es natürlich so günstig wie möglich zu halten für euch. Und wie gesagt, also du bezahlst es einmal. Es ist nicht so wie bei Spielen, wo du dann noch die ganzen Ingame-Käufe hast und du kaufst dir noch jeden Monat Juwelen oder sowas. Du kaufst es dir und dann kannst du es dein Leben lang spielen. Und du kannst es auch dein Leben lang zu viert spielen oder zu dritt oder zu zweit. Also cool. Angefangen hat alles mit dem 1 gegen 1 Modus, muss ich sagen, wo Matthias und ich immer gespielt haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da muss dann noch mehr gehen. Habe ich den 2 gegen 2 Modus gemacht. Auch richtig lustig. Und dann kam noch der 3 gegen 3 Modus dabei. Vielleicht kommt auch irgendwann noch der 5-Spieler Modus dazu. Also, es soll natürlich auch immer Erweiterung kommen. Das ist ja auch geil. Du kannst immer wieder, das ist so ein bisschen so das Clash Royale Prinzip eigentlich, auch wenn dieses Spiel absolut nichts mit Clash Royale und absolut nichts mit Clash of Clans zu tun hat. Aber du kannst irgendwann einfach immer neue Truppen dabei machen. Natürlich nicht in der Häufigkeit, wie es bei Clash Royale der Fall ist. Aber aktuell gibt es, glaube ich, 7 unterschiedliche Truppen. Und ich habe aber auch noch Ideen für 3-4 andere. Also das ist auf jeden Fall ja so ein Prinzip, woran ich von Anfang an gedacht habe. Ich kann sogar noch neue Felder dabei machen und so weiter. Also da will ich noch gar nicht so, da will ich auf das Aussehen des Spielfeldes und so weiter und wie die Felder funktionieren, da will ich noch gar nicht so drauf eingehen. Ich kann da nochmal hier die Karte dran machen. So, hoffentlich sieht man das auch. Ah, ich glaube, man sieht es halbwegs. Hier kommen wir noch, warte mal, wo ist denn der Ritter? Der Energieritter, da ist er mit seiner Karte. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen. Ich glaube aber nicht. Wenn ihr Fragen habt, natürlich, ihr könnt die Fragen jederzeit in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich auch sehr, sehr über Feedback freuen oder ob ihr interessiert seid oder ob ihr nicht interessiert seid. Es soll auch, wie gesagt, das hier ist keine Verkaufssendung oder sowas, wo ich euch irgendwie das Spiel aufschwätzen will oder so, weil ihr bei Kickstarter ja dann entscheiden könnt, ob ihr das Projekt unterstützt oder nicht, wo ihr dann sagen könnt, ja, ich hab da Bock drauf, mir ein Exemplar zu sichern oder ich habe da halt keinen Bock drauf. Und wie gesagt, es ist nur erstmal geplant, es bei Kickstarter zu bringen. Es wird nicht im Handel verfügbar sein. Es ist am Anfang erstmal nur bei Kickstarter. Ob es dann irgendwann später noch eine Version gibt, die im Handel kommt, das kann ich noch nicht sagen. Das wird halt auch davon abhängen, ob das Spiel bei Kickstarter halt erfolgreich ist oder nicht. Ah, die kleinen Truppen, die sind so süß, Mami. Der Magier ist schon ziemlich cool. Ich kann ja nochmal ganz schnell, aber wobei ich ja im Nachhinein blende ich ja eh noch, was ich ja jetzt nicht kann, werde ich ja noch die Bilder einblenden von den Sachen, die ich schon habe, also die der gute Illustrator schon fertig gemalt hat für uns. Aber so im Endeffekt soll das Cover aussehen. Ich habe dann, wie gesagt, einen Prototyp bestellt im Internet davon, damit ich halt, vor allem wenn das Video für Kickstarter produziert wird, damit dann halt was auf dem Tisch steht, ne? Und ja, bald wird das produziert. Am 1.7. wollen Matthias und ich das machen. Matthias wohnt ja ein bisschen weiter weg von mir. Er musste ja erstmal hier rüberkommen bei Zeiten. Und ja. Ah, ich hab noch eine Sache vergessen. Einen Moment, die muss ich mal eben ganz schnell holen. Das muss ich mal eben ganz schnell hinter der Kamera herkrabbeln. Einen Moment. Das hätte ich jetzt
Hätte ich fast vergessen. Ich hätte es fast vergessen. Ihr hört es jetzt wahrscheinlich schon. Geklimper, geklimper, geklimper. Die Schachtel muss mal weg so lange. Also, die Figuren nämlich, die eine gute Firma für uns produziert, deren Name ich jetzt aber noch nicht nennen will, das sind richtig geile Figuren. Also, die haben... Ja, warte mal, ich muss da gleich mal ein bisschen reinzoomen, damit man das gescheit sieht. Moment. Die Kamera. Ja, so sollen dann die Figuren aussehen, die quasi von dieser Firma, die wir beauftragt haben, dann quasi produziert werden. Weil es gibt so zwei Arten, die zu produzieren. Wir können die natürlich mit einem 3D-Drucker machen. Allerdings ist das nicht ratsam bei Figuren, weil das einfach teilweise bei solchen komplexen und kleinen Figuren kommt der 3D-Drucker zwangsläufig irgendwann an seine Grenzen. Deswegen wird das mit Spritzguss gemacht. Ist natürlich auch viel günstiger, was natürlich sich dann auch im Verkaufspreis niederschlägt. Wie gesagt, wir wollen es halt so günstig wie möglich halten am Ende für euch. Weil ich ja auch weiß, ne, die meisten haben vielleicht nicht so viel Taschengeld oder so. Kann ich ja auch verstehen. Und es muss ja nicht 100 Euro kosten, so ein Spiel. Von daher, so sollen die Figuren dann aussehen vom Prinzip. Ne? Also sie sind ja dann, dadurch, dass es 4 Spieler sind, gibt es 4 verschiedene Farben der Figuren. Aber um euch einfach mal zu zeigen, wie komplex und mit welcher Detailtiefe, ich hoffe mal, es kommt halbwegs rüber in diesem Video, mit welcher Detailtiefe man solche Figuren überhaupt produzieren kann, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und wie gesagt, Feedback gerne erwünscht, Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche so viele wie möglich zu beantworten. Ansonsten sehen wir uns später wieder und dann sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht es gut, Leute. Tschüss.